Als der Herr uns in Jerusalem im November 2016 zusammengerufen hat, hat er die Familien der Nationen zusammengebracht. Und in unserem Zusammenkommen war ein Maß seiner Herrlichkeit da, das es uns möglich machte, ein Einssein so zu erleben, wie die Einheit, von der wir in Johannes 17 lesen. Ein Bund wurde von den Nationen geschlossen, gemeinsam zu laufen. Und der Herr setzte uns frei, mit Autorität zu deklarieren, auch bezüglich der Jesaja 19 Straße. Und so riefen wir aus, dass jetzt die Zeit gekommen ist, für diese Jesaja 19 Straße auf ein neues Level zu kommen. Ägypten ist der Anfang dieser Jesaja 19 Straße und mit diesem Bund der Nationen werden wir gemeinsam in Einheit stehen. Es gab ein Selbstmordattentat in Ägypten, das so zerstörerisch war, dass viele Menschen umkamen. Und zum allerersten Mal haben sich dann Ägypter auf den Straßen versammelt und das Glaubensbekenntnis gemeinsam gerufen. Und der Glaube war an den Straßen so spürbar, als ausgerufen wurde: Jesus Christus ist der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria. Und ich spüre, wie Gott einen Glauben freisetzt, den es so in den Straßen in Ägypten davor noch nie gab. Ich glaube, dass dies die Zeit ist, in der die Erschütterung in Ägypten zu einem Rufen zu dem Herrn führt und der Herr jetzt seine himmlischen Endzeitpläne, die durch die Jesaja 19 Straße freigesetzt werden, erfüllt und alle Nationen gesegnet werden. Mit diesem Bund, den wir als Nation geschlossen haben, zusammenzulaufen, ist jetzt die Zeit gekommen, uns gegenseitig die Arme zu heben, weil der Segen unser Segen ist. Und es ist die Zeit, dass wir gemeinsam darin laufen. Diese Bombe, die in Ägypten explodiert ist, war ein Anzeichen für eine neue Zeit. Wir versuchen nicht, sie zu stoppen, die Prophezeiungen des Herrn, dass Ägypten durch die schweren Zeiten zu Gott rufen wird. Aber wir bitten den Herrn, dass nur sein Wille geschehe und dass dadurch die Ägypter freigesetzt werden in einen tieferen Glauben und in ein neues Level an Hingabe und Mut, in Einheit zusammenzulaufen. Ich glaube, dass der Herr uns in Israel in einen Bund gerufen hat, damit für diese Zeiten keine Nation alleinstehend, sondern dass wir gemeinsam für diese Durchbrüche, die der Herr versprochen hat, glauben und stehen. Ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass die Jesaja 19 Straße ein neues Level und ein größeres Maß annimmt und dass dieser Glaube wachsen wird und sich die Himmel öffnen werden.